Ein herzerfrischendes Hallöchen an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Rendave und es geht weiter mit Let's Play Red Dead Redemption. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge Fort Mercer gesäubert und wir müssen jetzt immer noch Bill Williamson finden, welcher sich jetzt nach Mexiko abgesetzt hat. Oh mein Gott, hier sieht es ja aus wie auf einem Schlachtfeld. Also wer sowas macht, der ist echt gestört. Sogar die ganzen Pferde wurden abgeschlachtet. Wer kann sowas nur tun? Den werden wir finden. Jedenfalls Bill Williamson ist nach Mexiko geflüchtet, um Javier Escuela zu finden. Beziehungsweise sich mit diesem zu treffen. Und ja, damit würden wir jetzt offiziell sozusagen Amerika verlassen und würden nach Mexiko runter düsen. Genau, weil wir, ich denke, auch jetzt hier nichts mehr machen können. Wir können nur noch mal schauen, ob wir ein bisschen was outfit-technisch machen können. Indem wir noch mal nach Armadillo reiten. Und einfach noch mal gucken, ob wir jetzt ein Duell machen können. Oder ob wir volle Pokerrunde haben, weil wir müssen ja auch mal alle Kontrahenten beim Pokerspiel eliminieren. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das jetzt wirklich mit Umbringen gemeint ist oder eben mit ja, in einem Spiel besiegen. Wobei, wenn da eliminieren. Komm, da kannst du jetzt wirklich hingehen. Die Kutsche steht doch da. Oh mein Gott. Die paar Meter jetzt wirklich gehen können. So, Pferd, komm her. So, jetzt schwing ich auf deine Kutsche. Und fahre deines Weges. Wir haben uns ja mittlerweile schon ein halbes Vermögen wieder anverdient. Also, dass man hier in diesem Spiel so gut Geld verdienen kann, wusste ich auch noch nicht. Das mache ich jetzt eigentlich auch mehr oder weniger zum ersten Mal. Weil ich mir auch bei den Durchläufen, welche ich hatte, um das Spiel durchzuspielen, nie so viel Zeit genommen habe fürs Spiel. Also ich meine, ich wollte da immer einfach nur wissen, wie es mit der Hauptstory weitergeht. Einfach so Story, 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 weil ich die auch so geil finde. Das war auch damals schon der Fall, dass ich die einfach so gut fand. Ich denke, es war auch so ein Grund, warum es dann sich so entwickelt hat, wie sie es jetzt eben entwickelt. Und ich würde sagen, wir können mal schauen, ob wir hier noch irgendwas Schönes kaufen können. This establishment welcomes you. Tom Hammond's got robbed last week. Hi there. Was hast du hier? Ein komfortableres Camp? Überlebenskünstlerkarte. Zeigt alle Kräuter in der näheren Umgebung für 20 Minuten auf der Karte an. Ich möchte erstmal ein komfortableres Camp. Das kostet jetzt auch nicht mehr so viel. Nachdem wir jetzt hier doch schon ziemlich viel Sachen erledigt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Wolfsherzen können wir noch verkaufen. Das Gold möchte ich behalten. Das wäre zwar viel wert, aber möchte ich behalten, ja. Das ist mein Gold, das habe ich gefunden, ja. Beziehungsweise das haben wir gefunden, weil ihr seid ja genauso mit dabei. Schauen wir nochmal zum Büchsenmacher. Er hat nur Munition. Schade. Okay, da hat keine neue Knarre für uns. Doktor. Hallo, Sir. You need something for that gal? Was ist denn jetzt hier los? That should keep me going for a while. Ich habe die Prostituierte erschossen. Ja.
Das war jetzt nicht so toll. Tut mir leid. Nee. Kann ja mal passieren. Tut mir leid, Sheriff, ne? Apologies, Officer. You're doing a fine job. So, hier findet sich aber auch niemand für ein Duell oder so. Schade. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie was pokertechnisch machen können. Okay, das sind immer noch zwei Personen zu wenig. Jetzt möchte ich aber mal gucken. Outfits. Gewinne ein Duell in Armadillo. Ja, das wäre ganz toll. Eliminiere alle Spieler in einem Pokerspiel in Armadillo. Ach, in einem Pokerspiel. Southwestern Railroad Company is just a front for the Jews to run the company. It'd be my pleasure. Das heißt, wir müssen gewinnen, oder wie? Jede Runde beginnt mit einem Pflichteinsatz, dem Small Blind. Der Spieler links vom Kartengeber muss die Hälfte des Mindesteinsatzes setzen. Der Spieler links vom Small Blind muss den Big Blind setzen. Dieser Pflichteinsatz ist so hoch wie der Mindesteinsatz für das Spiel. Du bist Kartengeber bei Texas Hold'em Poker. Jeder Spieler bekommt zwei Karten, anschließend folgen fünf Gemeinschaftskarten. Passen, Fold bedeutet, du steigst aus. Dein bisheriger Einsatz geht dann verloren. Bestimme die Höhe deines Einsatzes und bestätige mit A. Steig aus, wenn du keine guten Karten hast. Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt mal mit. Der Einsatz, der so hoch ist wie der Mindesteinsatz, wird als Mitgehen Call bezeichnet. Wenn es keinen Mindesteinsatz gibt, kann ein Spieler schieben. Das heißt, man muss nichts setzen. Okay. Die ersten drei Gemeinschaftskarten werden Flop genannt. Danach kann gesetzt werden. Schiebt, setzt auf 8. Wenn du setzt, legst du den Mindesteinsatz fest. Der nächste Spieler... Ach, jetzt habe ich es zu spät gelesen. Ja, ein paar hätten wir schon mal. Ich würde gern sehen, was noch kommt. 5. Ja, ziehen wir es einfach mal durch. Ah, verdammt, jetzt bin ich ausgeschieden. Okay, mitgehen. Schauen wir mal, vielleicht haben wir jetzt mehr Chance. Erhöht auf 20. Du kannst den Mindesteinsatz jederzeit erhöhen. Erhöhungen müssen mindestens so hoch sein wie die vorherigen Einsätze oder Erhöhungen. Ja, ich gehe mit. Okay, ein paar haben wir schon mal. Gehen wir mit. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Riesen-Poker-Experte, aber wir schauen einfach mal. Ein paar haben wir, wie gesagt. Die fünfte und letzte Karte wird River genannt. Jetzt folgt die letzte Runde, in der gesetzt werden kann. Danach werden die Karten aufgedeckt und der Gewinner festgestellt. Schiebt. Schieben. Du hast zwei Pärchen. König und 5. Ein Drilling. Okay, ein Pärchen. Das heißt, der Drilling hat gewonnen normalerweise. König Drilling, ja. Das war gut. Schade. Okay, wir gehen mit. Okay, ein Pärchen haben wir schon mal. Das liegt. Okay, wir schieben nochmal. Setzt 103, erhöht auf 206. Das ist mir schon fast zu hoch. Nee, so gute Karten habe ich nicht.
Gut, dass wir ausgestiegen sind. Hat ein Achterpärchen. Der hat... Oh, der hat verloren. Mensch, gut, dass wir ausgestiegen sind. Wir hätten jetzt sonst alles verloren, wenn wir all in gegangen wären. Okay, der steigt aus. Oh, wir haben ein Ass und eine 10. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mit. Ein Ass könnte gut sein. Ein Pärchen. Wir schieben jetzt mal. Gehen wir mal mit. Eine 4. Okay. Schieben. Schauen wir mal. Vielleicht können wir jetzt mal was gewinnen. Ah, ich gehe jetzt mal mit. Ich hoffe, dass jetzt noch was kommt. Sanchez, Allende, DeSanta, Reyes. All the same. They just want Armadillo Rail Rights. Ja. Was liegt denn? Okay, die Karten haben wir auf den Tisch. Ein Pärchen. Wir steigen aus. Aber jetzt haben wir hier nicht mal gesehen, was der Typ hatte. Okay, wir gehen jetzt erstmal mit. Und 7. Was haben wir nochmal? Eine 7 haben wir schon mal. Wir gehen mal mit und schauen mal, was noch kommt. König. Ich riskiere es mal. Wir gehen mit. Okay, schade. Wir steigen aus. Boah, der macht all in, der Typ. Wahnsinn. Er hat gerade richtig Kohle verdient, der Mann. Ja, den haben wir bis jetzt noch nicht so viel Glück. Mitgehen. Ja. 10 und 8. Ich meine, wir flunkern jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal All-In. Verdammt, wir haben verloren. Blöden Penner. Ich will mein Geld wieder. Ach, Schublade öffnen. Können wir das ja auch. Nehmen wir gerne mit. Okay, wir ergeben uns. Zwei Fälle von Mord. Eigentlich waren sie ja drei. Es waren ja drei Leute. Warte, das überspringen wir jetzt mal in die Zwischensequenz. Ich meine, es passiert hier nichts Spannendes. Und anscheinend funktioniert es wirklich nicht irgendwie. Ich mache das ja nur wegen dem Outfit, aber das scheint irgendwie so nicht zu funktionieren. Eliminiere alle Spieler in einem Pokerspiel in Armadillo. Ja, heißt es, ich soll gegen die gewinnen oder soll ich die abknallen? Weil ich verstehe mit eliminieren abknallen. Verstehe ich nicht. Wofür ist denn eigentlich nochmal der Anzug? Kann ich da beim Pokern betrügen?
Wenn du diesen feinen Anzug trägst, kannst du beim Poker betrügen. Aha. Hätten wir mal den Anzug getragen. Dann hätten wir vielleicht sogar was gewonnen. Vielleicht muss man das sogar mit diesem Anzug machen. Oh, der will ein Duell machen. Herausforderung zum Duell. Okay, boy, let's go. Okay. Trip Lockley. Name wird nicht eingeblendet. Was? Tot. Das ist eben das, was ich an diesen Duellen nicht verstehe. Wie kriege ich den Balken so schnell voll? Deswegen drücke ich einfach irgendwo hin. Und hofft, dass der stirbt. Und so habe ich bis jetzt immer gewonnen. Ach man, das ist jetzt echt nervig. Vor allem, wir spawnen direkt wieder hier. Das ist echt nervig, Mann. Jetzt komm mal her. Ach man. Ich meine, da gibt es eine Arztpraxis in Armadillo. Okay, ich bin so gut wie überall bekannt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich hab's jetzt nicht mehr ganz gelesen. Ich wollte nicht Zeitung lesen. Ich will eigentlich das Camp aufmachen. Schnaps, da mal ein Hoppelmann. Komfortableres Camp. Aufbauen bitte. Dann können wir auch gleich mal die Munition auffüllen, weil ich glaube, das geht dann nämlich. Genau, wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier auch so ein Zelt und hier noch so ein paar Getränke, die jetzt da an der Seite stehen. Aber es füllt die Munition auf. Also es sieht auch optisch ein bisschen anders aus. So richtig brauchen, glaube ich, tut man es nicht. Aber ich habe es mir eigentlich immer gekauft, weil ich es immer recht cool fand. So, jetzt hoffen wir, dass der Typ da jetzt nochmal steht. Weil ich den eigentlich wirklich gern besiegen wollen würde. Auch wenn ich keine Ahnung habe von diesen ganzen Duellen, aber... Komm, vielleicht steht der da noch mal. Lass gleich nochmal sterben. So, will hier irgendjemand ein Duell? Sieht momentan nicht danach aus. There is nobody here who's better than me. If your eyes cause you lust, nothing. I'm coming for you. Ach man, ich will jetzt ein Duell machen. Gib mir noch mal eine Chance. Irgendjemand. Undertaker. Also, Leichenbestatter. Okay. Hier gibt's sogar eine Bank. Tatsächlich.
Aber anscheinend kann man hier nichts machen. Ja, doch, man kann dahinter gehen. Und jetzt? Ach, man kann hier tatsächlich den Safe knacken. Oh, cool. Ich mach doch gar nichts, Mensch. Ich bin doch da nur reingegangen. Alter, die ballern da gleich aus allen Rohren wieder. Jetzt darfst du da nicht mal hinter den Tresen gehen. Okay. Also ich lerne immer mehr über das Spiel, merke ich gerade. Das kannte ich jetzt selber noch nicht. Hausfriedensbruch. Aha. Ist ja Hausfriedensbruch, wenn da alle Türen offen sind. Wenn die Türen verschlossen gewesen wären, hätte ich es verstanden, aber die waren ja offen. Auch jedes Mal ein anderer Sheriff hier. Die haben da anscheinend einen stetigen Wechsel oder so. Kann ja sein. Das war mal schon das zweite Mal im Knast. Aber ich dachte, das könnten wir uns erlauben. Ich meine, wir sind ja hier ein guter Ritter des wilden Westens, hieß es doch mal. Du siehst aus, als würdest du ein Duell haben wollen, oder? Nee. Der vielleicht. Warum will jetzt niemand mehr gegen mich antreten? Das ist doch voll doof. Also das ist jetzt echt doof. Aber wir können hier mal hochgehen, weil ich glaube, man kann sich hier irgendwo ein Zimmer kaufen. Für $50 geht man sich hier ein Zimmer holen. Sorry, but I got a wife. Sollen wir es machen? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich meine, es lohnt sich nicht wirklich. Wenn wir das Spiel jetzt zu 100% durchspielen wollen würden, dann müssten wir dieses Zimmer kaufen, ja. Aber da weiß ich ja noch gar nicht, ob ich das möchte. Okay, ich mache jetzt an der Stelle einfach nochmal einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.